verschwende, du siehst mich nicht. Die haben uns heute ziemlich rangenommen. Wie rangenommen? Bantui, da ist er ja. Unterdruckt. Den haben sie unterdruckt. Verdammt, ich war mal ein Wissenschaftler. Ja, mit Betonung auf du warst. Okay, ich glaube, wir können hier rein. Hops. Schön leise und sachte gelandet. Okay, hey, Leute. Wann füttern sie uns endlich? Oh Mann. Ja, also... Alter, wie sieht der denn aus? Raymond Raving Rabbit, sag ich da nur. Hey, hier drüben. Hoffentlich hat dich niemand reinschleichen sehen. Ja, doch, einmal schon, aber das ist geklärt. Mein Kontakt sagte, du wärst ein Experte in Sachen Reaktortechnologie. Ah ja, sagte er das? Das wirst du auch brauchen, um die zwei Hauptreaktoren abzuschalten. Der erste Reaktor befindet sich rechts vor unserer Anlage. Nimm den Nebenausgang und schalt ihn am Reaktorbedienfeld ab. Der zweite Reaktor ist auf der anderen Seite der Basis. Das wird nicht so leicht, also sei vorsichtig. Versuch unentdeckt zu bleiben. Schalte beide Reaktoren ab und komm so schnell wie möglich hierher zurück. Jetzt wünsche ich mir dann langsam doch irgendwie so eine Art Zwischenspeicherfunktion. Ach, das ist der Reaktor, der doch irgendwie bewacht wird. Pass mal auf, ich zoome hier mal ein bisschen raus. Wo rennst du überall hin, Dicke? Okay, der rennt weg. Ich dachte, ich hätte was gehört. Nö, hast du nicht. Das bildest du dir ein. So, pass mal auf, ich mach jetzt mal diesen hier. Ich klicke da einfach mal drauf, der wird schon wissen, was er tut. Die Reaktoren werden über dieses Bedienfeld kontrolliert. Moment, ich muss mich kurz räuspern. So. Also die Sicherheitssoftware der CD-Noids ist primitiv. Aber sie können Superwaffen bauen, naja. Abschaltsequenz initiiert. Sag ich ja, linke Maustaste drücken und schon weiß das Ding, was es machen muss. Reaktor offline. Sehr schön. Nix wie weg jetzt. Nein, da kommt die Wache. Nein! 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 Ich dachte, ich hätte was gehört. Hast du nicht. Ich bin unsichtbar. Hallo? Ah ja, ich bin doch nicht unsichtbar. Wir müssen die Reaktoren abschalten. Ja, wir vor allen Dingen. Das mache ich allein. Oh, guck mal, die gucken schon ganz merkwürdig. Verdutzt und irritiert. Der klagt über Arbeit, dabei ist er ein Gefangener, ist er echt. Der andere Reaktor ist da hinten. Wie soll ich denn da hinkommen? Wie sieht's denn mit dem Weg da rechts aus? Pass mal auf. Ah, vielleicht über die Rampe da oben. Das probieren wir mal. Oh. Aber nicht so. Pass mal auf, wenn jetzt der Typ da wieder nach rechts läuft, dann sprinten wir da mal längs. Was war das? Deine Einbildung. Nein! 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 Ist das schon die halbe Miete? Ja, das weiß ich auch, dass es die halbe Miete ist, wenn ich unentdeckt dahin komme, du Hirsch, du. Ich kann nicht noch weiter rauszoomen, das ist blöd. Da läuft wieder einer. Ich glaube, der läuft da im Kreis. Nein, der läuft nicht im Kreis. Aber ich laufe jetzt im Kreis. Und zwar einfach mal hier rüber. Da mal wieder das komische Fahrzeug. Aber hier patrouilliert nichts. Dann können wir mal ganz kurz hier hinter den Kisten uns verstecken. Der zweite Reaktor, der ist ganz in der Nähe. Ich schleiche mich jetzt mal hier längs. Warte mal, da mal ein Wachturm. Und eine Wache. Und einen Wächter. Oh, was haben wir denn da drin für schöne Spielereien? Komme ich da überhaupt rein? Nee, ne? Okay. Da mal ein Kraftfeld. Ich frage mich, was passiert, wenn wir es berühren. Gar nichts. Okay, jetzt müssen wir ganz kurz hier mal beobachten, inwieweit das die patrouillieren. Also ich weiß, da rennt einer... in der Mitte um dieses Ding rum. Da oben sind sie am Schweißen, wie es scheint. Die sind also noch nicht fertig. Das ist gut.
dann werde ich... Nee, da läuft einer lang. Alter, willst du denn da hinkommen unentdeckt? Vielleicht, eventuell, möglicherweise so. Oh, Alter. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich gar nicht, ich bin nicht da. Lalalala. Lalalala. Nein, du siehst mich nicht, ich bin nicht da, nein. Nein, du siehst mich nicht, ich bin nicht da, Zefix. So, in die Ecke gedrängt, ich hoffe, er folgt uns nicht. Da hinten steht er. Du siehst mich nicht. Ich bin ein Schatten. Ich bin gar nicht da. Lass mich in Ruhe, ich habe Migräne. Ja, dann nimm Aspirin. So. Ach Mensch, jetzt kommt er wieder hier hinter. Verzieh dich, ich sag dir. Wir sind fast da. So, hinter den Kisten verstecken. Jetzt, 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 jetzt! Los, 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 los! Schalt das verdammte Ding ab! Schneller, McKay! Abschaltsequenz initiiert. Reaktor offline. Wunderbar. Und jetzt weg hier. Rückwärtsgang hinter die Kisten und kehre zu Bantui zurück, um deinen nächsten Auftrag zu erhalten. Fuck. Okay, los, 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 los. Wir müssen unentdeckt bleiben. Vergiss das nicht. So, nach rechts. Jetzt wieder links und dann... Ach. Mit Waffen wäre das Ganze viel leichter. Soll ich euch jetzt auch noch Knarren besorgen oder was? So, Kollege, hab's geschafft. Ja, verneig dich erstmal vor mir, hast schon recht. Ausgezeichnete Arbeit. Die Basis ist in höchstem Alarmzustand, aber wir dürfen nicht aufgeben. Jetzt, ohne Energie, ist das Energiefeld der Waffenkammer außer Betrieb. Führe eine Gruppe meiner Leute zur Waffenkammer, schnappt euch ein paar Waffen und greift an. Ja, und was machst du? Du legst dich hier auf deine faulen Ohren, oder was? Los jetzt, wir brauchen die Waffen, wenn wir gegen die TX-5000 vorgehen wollen. Verstanden. Jungs, folgt mir. Ja, folgt mir. Ich gebe euch Feuerschutz. Impulsblaster können wir gleich mal testen. Oh, die sind geil. Wo ist der nächste? Mist, da ist der nächste. Feuer, Feuer, Feuer. Ja, 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 komm. Ich gebe dir Feuerschutz, Junge. Ich gebe Feuerschutz. Scheiße, es sind zu viele. Ich gehe in den Nahkampf. Huah. Wow, ach du Scheiß. Alter! Nee. ja, okay, das kennen wir ja schon. Ich spiele das Ganze nochmal. Ja, wieder runterbeamen. Jetzt sind wir zum dritten Mal hier, wir kennen's. Das ist ja mal lustig, aber jetzt wissen wir wenigstens, wie es funktioniert. Na super. Ja, ich sollte denen vielleicht Feuerschutz geben. So auf Distanz. Und nicht in den Nahkampf gehen. Vor allem sollten wir die großen Gegner erstmal loswerden. Aber jetzt müssen wir erstmal die zwei Reaktoren wieder abschalten. Und das ist halt der Grund, warum ich sage, dass ich ganz gern eine Speicherfunktion hätte für dieses Spiel. Beziehungsweise für diese Abenteuermissionen und so. Das skippen wir mal alles ganz kurz hier. Ja, so... Wir müssen, blablabla, ist schon klar, der Typ rennt gerade davon. Wunderbar, das heißt, wir können den ersten Reaktor deaktivieren. Das skippen wir auch mal ganz kurz und jetzt nichts wie weg. Jetzt kommen nämlich erstmal die Wachen angesammelt und wundern sich, warum das Teil abgeschaltet ist. Der Typ rennt wieder nach links, so ist brav. Dann können wir jetzt hier längs. Dann verstecken wir uns hier mal ganz kurz, warten, bis der Kerl da weg ist. Wo rennt denn der eigentlich hin? Weiß ich gar nicht. Der rennt da runter, dann rennen wir da rüber und dann, das ist die Waffenkammer. Sehr faszinierend. Oh, oh. Das war gar nichts. Das war rein gar nichts. So, jetzt den zweiten Generator abschalten. Auch das skippen wir ganz kurz. Der Rechner wird übrigens gerade gut warm. So, die sind alarmiert. Du siehst mich nicht. Ich bin nur ein Tourist. Bin nur ein Tourist, du siehst mich gar nicht. So. Jetzt ganz schnell zurück zu Bantui. Und dann sind wir ja wieder an der Stelle, wo wir vorhin waren, vor 2 Minuten. Auch die Filmsequenz skippen wir ganz kurz. Ich switche mal zum Impulsblaster. Und jetzt müssen wir hier ordentlich Feuerschutz geben. Komm schon. Wir haben noch einen Gegner ausgewählt. Schieß.
den nächsten Gegner auswählen. Impulsblaster und Feuer. Boah, scheiße, der kommt. Erledigt. Da haben wir den nächsten großen. Machen wir den mal kalt. Komm schon. Komm schon. Stirb. Also so funktioniert das ganz gut auf Distanz. So, fall um. Jawohl, der ist auch hinüber. Au, nein, nicht von hinten. Jungs, Feuerschutz. Ich brauche schnell ein Medipack. Hua. Alles klar. Hier dürfen wir in Sicherheit sein. Zwischen den ganzen Granaten und so, ne? So, die sind gut am Kämpfen. Ich schnapp mir mal hier die nächste Wache, die da angesammelt kommt. Hier diese großen vor allen Dingen. Wisst ihr was? Ihr kümmert euch um die Wachen. Ich greife die Superwaffe hier an. Komm, mach mal das Ding kalt. Feuer frei! Gleich haben wir's. Jawohl! Da fliegt das Ding runter. Komm schon, voll runter. Sei so gut. Kehre zu Bantui in die Quartiere der Arbeiter zurück. Unterdruckt. Der ist sauer. Warum ist der sauer? Die sind alle sauer. Warum sind die alle sauer? Verstehe ich jetzt nicht. Der da hat noch einen Smiley, der ist glücklich. Na, was sagst du dazu? Die TX-5000 ist zerstört. Du hast es geschafft. Ohne ihre Superwaffe sind die Sidinoiden nichts. Unser Volk wird sich gegen die Tyrannen des Sidinoid-Reiches erheben. Vielen Dank. Mein ganzes Volk steht in deiner Schuld. Ja. Ui, das war ja mal eine schöne Abwechslung. Scotty kann uns jetzt übrigens kurz mal hochbeamen, bevor der hier seine Freudentänze zu Ende bringt. Glückwunsch! Die TX-5000 wurde zerstört und du hast den Kriegsplänen der Sidinoid einen empfindlichen Schlag versetzt. Glückwunsch, Captain! Ich bin Sergeant Duhamel! So, 1005 Punkte, dann bräuchten wir noch ein bisschen was. Zurück an Bord von unserem Raumschiff und dann würde ich mal vermuten, dass wir jetzt ganz kurz heimfliegen. Alter, jetzt ist hier eine Mücke auf meiner Tastatur gelandet. Das ist doch auch abartig. Apropos, habe ich schon erwähnt, dass die Tastatur ganz schön warm wird. Beziehungsweise der Rechner. So, was sagen denn die dazu? Zu schade, dass die TX-5000 explodiert ist. Mit etwas Glück können wir die Trümmer analysieren und einen Weg zur Zurückentwicklung der Energiequelle finden. Wir würden diese Technologie natürlich niemals als Waffe einsetzen. Nö, nö, ich übrigens auch nicht. Uns interessiert ausschließlich das, Potenzial, eine saubere, erneuerbare Energieform zu entwickeln. Ja, nee, ist, klar, komm. So, was haben denn die hier noch für schöne Spielereien? Ihr habt doch bestimmt keine Colony Packs, dachte ich mir. Habe ich schon alles aufgekauft. Gewürz haben wir auch keine mehr. Dann werde ich jetzt mal ganz kurz nochmal unser Reich abfliegen. Nochmal ganz kurz hier die Gewürze einsammeln. Und dann müssen wir mal gucken. 3 Colony Packs, das reicht nicht. Das reicht nie und nimmer. Dann werden wir jetzt nochmal ein bisschen Kohle einsammeln. Also in der Hoffnung, dass wir ein bisschen Kohle verdienen. Und dann werden wir mal weitere Colony Packs kaufen, beziehungsweise so Dingensen, ne, hier Gewürzlager, Bioprotektoren und so weiter. Damit wir unsere intergalaktische Wurmlochbrücke hier ein bisschen etablieren können. Ach Mist, jetzt habe ich mich geräuspert, ohne das Mikrofon abzuschalten. War natürlich jetzt nicht so Sinn der Sache, aber egal. So, die werden immer noch angegriffen, finde ich ja faszinierend. Vielleicht sollte ich denen doch mal helfen. Zumal sie 10 Gewürzeinheiten haben. Pflanzen und Tiere, da haben wir... Ach, das sind Piraten. Wollt ihr mich veräppeln? Piraten. Hier kommen Mega-Protonenrakete drauf. Weg mit euch! Weg! Weg! Wo ist euer Mutterschiff? Da hat jetzt gleich mal diese Echara-Dinger schon wieder, kann das sein? Sehen sehr lustig aus. So, eine Flotte hätten wir noch. Dann können wir mal die ganzen Trümmer einsammeln. Und für Lau und Mau verkaufen. So, das wär's. Ja, bitte für die Hilfe. Ihr gebt mir mal ganz schnell das pinke Gewürz.